Sie ist eine Kämpferin, Frau Waller aus Stuttgart. Die Tischlermeisterin erfuhr rein zufällig, dass ihr männlicher Kollege monatlich 1200 Euro brutto mehr verdient. Für dieselbe Tätigkeit. Frau Waller zog vor Gericht und obwohl sie verlor, empfiehlt sie dies auch anderen. Da würde ich die Frauen bitten, endlich mal aufzustehen und zu sagen, hallo, das kann nicht sein, die Männer verdienen oder der Mann verdient mehr als die Frau und da muss der Arbeitgeber handeln. Gehandelt hat auch Frau Schwesig. Über ein Jahr dauerte der Hickhack zwischen Schwarz-Rot um das Gesetz. Die Familienministerin hat hart darum gekämpft. Es geht schließlich um den Markenkern der SPD, Gerechtigkeit. Wir können uns damit nicht zufrieden geben, dass es diesen Unterschied gibt. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass ich für die gleiche Arbeit genauso gut bezahlt werde als Frau wie ein Mann. Das ist im Interesse der Frauen, aber auch im Übrigen im Interesse der Männer. Denn kein Mann kann wollen, dass seine Partnerin schlechter bezahlt wird, nur weil sie eine Frau ist. Und kein Vater kann wollen, dass seine Tochter trotz bester Ausbildung, gutem Studium schlechter bezahlt wird, nur weil sie eine Frau ist. Der Kern des Gesetzentwurfs ist ein Tabubruch. Auf die Frage, wer verdient wie viel, bekommen Mitarbeiter einen individuellen Auskunftsanspruch. Erfragen können Frauen das Durchschnittsgehalt von 6 männlichen Kollegen mit vergleichbarer Tätigkeit. Dies gilt auch andersherum. Männer können das Gehalt von 6 Frauen erfragen. Der Auskunftsanspruch gilt im Entwurf für Unternehmen ab 200 Beschäftigte. Darum gibt es allerdings noch Streit. Wir wollen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen solchen individuellen Auskunftsanspruch haben. Aber das ist ein erstes wichtiges Signal auch in Richtung der Betriebe. Sie müssen sich um Lohngleichheit kümmern. Der Koalitionsvertrag gilt. Frau Schwesig hat aber das Gesetz für Betriebe ab 200 Mitarbeitern gemacht. Das wollen wir nicht. Das Kabinett hat den Entwurf abgesegnet, nun muss das Parlament beraten. Es soll ein Schritt sein, um die Lohnlücke zu schließen. Statistisch verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt 21% weniger. Grund dafür schlechter bezahlte Berufe, Elternzeit, Teilzeit, doch auch im gleichen Job sind es 7% weniger. Kritik am Gesetzentwurf kommt vor allem von der Wirtschaft. Sie fordert andere Maßnahmen. Dazu zählt beispielsweise eine bessere Berufsorientierung. Dazu zählt eine bessere Infrastruktur für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und dazu zählt im Übrigen auch, dass wir den Mentalitätswandel in der Gesellschaft vorantreiben. Wir brauchen alle Talente, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft, in unseren Betrieben. Frau Waller hat ihren Kampf übrigens noch nicht aufgegeben. Sie klagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.